Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute in einer etwas anderen Form. Ich habe nämlich heute meinen ersten Interviewgast auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich da mega drüber. Das sieht vor allen Dingen die erste ist. Mirjam ist so toll. Mirjam ist Life-Coach und sie hat einen Blog und sie hat einen Podcast und sie hat einen YouTube-Kanal. Und das verlinke ich euch natürlich alles unten in der Infobox. Aber ich würde sagen, sie stellt sich selbst euch erstmal vor. Ja, also erstmal vielen Dank, habe ich dir vorhin schon gesagt. Ich freue mich riesig, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich finde, du hast so einen frischen YouTube-Kanal und alles, was du machst, ist so farbenfroh, wollte ich gerade sagen. Mega schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Möglichkeit. Ich weiß nämlich auch, dass wir über sehr, sehr spannende Sachen heute reden. Ja, ich habe vorhin auch wieder mal überlegt, so ja, wie stellt man sich vor, wenn man so lauter Sachen macht, wie ich es jetzt halt momentan auch mache, einfach weil ich Spaß dran habe. Ja, also ich lebe und arbeite in Zürich komme aber aus Deutschland und arbeite jetzt als Life-Coach und Meditationstrainerin, gebe Workshops und baue mir halt wirklich so mein Online-Business auf mit Videos auf YouTube und Podcasts und allem Möglichen. Total krass, also wie viel du auch machst, wie viel Content du produzierst, ist wirklich Wahnsinn. Und unser großes Thema heute ist ja Spiritualität. Ja. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das immer mit Esoterik verbunden habe. Das hängt damit zusammen bei mir, ich habe, als ich 18 war, The Secret gelesen. Das war quasi mein Einstieg. Damals habe ich das noch nicht als Persönlichkeitsentwicklung angesehen und bin da aber ganz krass dann in so eine esoterische Richtung abgerutscht, womit ich mich dann auch irgendwann nicht mehr identifizieren konnte und das dann für Jahre sein gelassen habe, bevor ich im letzten Jahr dann wieder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Und ich kenne das von ganz, ganz vielen. Egal, was du erzählst, ob es um Yoga geht, um Meditation geht, da kommt sofort diese Vorurteile gegen Spiritualität, dass das so esoterisch ist. Und das möchte ich heute gerne versuchen, dass wir das zusammen ausräumen können, diese Vorurteile. Da bin ich mit am Start. Möchtest du erstmal erzählen, was Spiritualität für dich bedeutet? Gerne. Also da kommt so viel für mich zusammen. Und ich finde auch, jeder hat so seinen eigenen Raum, das zu definieren, was für ihn Spiritualität ist. Spiritualität bedeutet für mich dann schon, dass ich so meinen Weg gefunden habe oder auch immer noch finde, weil sich Dinge immer wieder verändern, dass ich zurück zu mir finde. Dass ich so meine Tools habe, die ich nutzen kann, um wieder ich zu sein. Ja. Weil du ja so oft irgendwie, wenn du gestresst bist oder wenn du eben auch so ein Online-Business aufbaust, du weißt, du vergisst manchmal, wer du bist. Und ich finde, mit Spiritualität oder mit einem spirituellen Lifestyle hast du eben deine Tools und auch deine Gedanken und alles, um zu dir zurückzukommen. Genau. Ganz du zu sein, deine Wahrheit zu leben. Ja, also das kann ich auch an alle Mamas sagen, die da zugucken. Genau das hat mir nämlich geholfen. Ich habe mich nämlich in dieser Mutterrolle so verloren und ich wusste gar nicht mehr, wer ich war. Und wie soll man denn dann den Zugang zu sich selbst wiederfinden? Ja. Meditation hat mir da zum Beispiel unglaublich geholfen. Ja. Um erstmal wieder mich selbst zu erkennen, mich kennenzulernen auch auf eine neue Art und Weise. Du veränderst dich ja ständig weiter. Absolut. Und, aber viele haben so dieses, da kommt dann so hoch, ne, ich bestelle mir meinen Parkplatz beim Universum und irgendwelches Kartenlegen oder so, aber ich persönlich mache sowas halt gar nicht. Also ich habe nichts mit Kartenlegen am Hut oder ich bestelle mir auch meinen Parkplatz nicht beim Universum. Aber das sind so die ersten Dinge, die da manchmal so kommen, was Leute dann da dir an den Kopf werfen, wenn du von sowas anfängst. Ja, absolut. Ja. Also mir ging das tatsächlich auch so, als ich muss ich gerade überlegen, wir sind jetzt 4 Jahre in Zürich, also vor 4 Jahren, im August, September, hatte ich so mein Spiritual Awakening und ich wusste von Anfang an, ich schreibe darüber. Ich will diese Reise aufschreiben, ich möchte das teilen und jeder hat zu mir gesagt, nimm das Wort Spiritualität nicht. So esoterisch und du wirst in so eine Ecke gedrängt und geschoben. Und ich habe immer gesagt, ja, aber guck mich doch mal an. Ich bin eben nicht so, wie man es glauben könnte. Genau. Und ich kann das modern machen. Ich kann es für jede moderne Frau so gestalten. Jeder kann sich sehr so gestalten, wie er es braucht. Ja. Es liegt an dir, wie du das selber definierst. Und genau. Alles ist möglich. Ja. Ich hatte auch so meine Hemmschwelle, als ich gesagt habe, okay, ich
bring das hier auf den Kanal. Mhm. Weil da hat man natürlich erstmal so, guckt das dann jemand, deabonnieren dich die Leute, weil sie denken, du bist jetzt total durchgeknallt und machst jetzt hier nur noch esoterische Sachen oder so. Aber das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Und man gibt ja nur die positiven Sachen weiter, ne, was man selbst für sich ausprobiert hat und gemerkt hat, ey, das ist so genial, das willst du nach außen tragen. Aber dann hast du immer so diese Hemmschwelle, was denken die Leute, dass du jetzt irgendwie abgedriftet bist, jetzt mit Geistern oder Engeln oder so kommunizierst. Natürlich gibt's das. Gibt's. Ich folge auch Leuten auf YouTube, auf Instagram, die das machen. Und ich persönlich finde es auch nicht schlimm. Jeder soll halt seinen Weg gehen. Aber es gibt da halt so viele Formen einfach. Und natürlich ist der Übergang oftmals so fließend. Aber da muss halt jeder für sich das Richtige finden. Absolut. Und das eine, also du ziehst ja auch die Menschen an, die das gut finden, mhm, was du machst. Und ich bin nicht für jeden. Und du bist nicht für jeden. Genau. Jeder sucht sich sein Tribe, sage ich immer, aus. Und das ist... Ja. Ist alles in Ordnung. Ja, genau, ne? Und was könntest du jetzt für Tipps geben, wie man Spiritualität in seinen Alltag integrieren kann? Wirklich, wenn man so ganz am Anfang steht, wenn man so weiß, okay, ich muss was verändern. Ja. Ich weiß noch nicht so genau, wie. Ich möchte jetzt mal schauen, was für mich passt. Was sind so die ersten Schritte, wo man ausprobieren kann, was man machen kann? Ich überlege gerade selber, wie habe ich angefangen? Weil ich wusste, da liegt eine neue Welt vor mir. Und die habe ich, wie ich die angefangen habe zu erkunden, war definitiv mit Meditation. Ja. Weil da findest du zu dir zurück. Du wirst halt ruhiger und du erkennst halt so, also ich sage immer so, ich erkenne dann meine Wahrheit oder ich habe dann so auch für mich selber die Antworten, wie geht's weiter? Ja. Gerade wenn ich mich selber irgendwie auch mal wieder verliere. Meditation und Lesen. Ja. Ich glaube, ich habe in den letzten 4 Jahren 2, maximal 3 Romane gelesen und unsere Bibliothek im Hintergrund, die ist nur voll mit Büchern aus der spirituellen Szene, aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, alles. Da, ich kann auch einfach nicht mehr davon aufhören oder damit aufhören. Und ja, es gibt immer mal wieder, auch wenn du denkst, so, das Thema kenne ich schon und du liest es und dann ist ein Satz drin, der dich wieder zum Nachdenken anregt oder der dich die Dinge anders sehen lässt. Und das ist das Schönste, was du haben kannst, wenn du auf einmal Dinge anders siehst, weil du einfach offen bist. Es gibt dir einfach so eine neue Perspektive auf dich und dein Leben und auf alles. Genau, es öffnet irgendwie so einen Mechanismus und dir kommen ganz neue Ideen und Gedanken und ganz neuer Input. Also bei mir hat auch alles mit einem Buch angefangen, was überhaupt nicht spirituell war. Und zwar war das von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand. Ah ja. Ja, und von da ging es dann aber los. Da fing ich dann auch an mit Meditation. Und vom einen Buch kommst du ins andere Buch. Und wieder neue Themen, die dich einfach so interessieren, wo du auch mal reinlesen willst, ob es was für dich ist. Manches sagt man dann, okay, nee, ist jetzt vielleicht nicht so meins oder funktioniert nicht für mich. Und es passiert immer so viel. Und man möchte sich ja auch weiterentwickeln und immer neuen Input haben. Und ich finde das auch super, super spannend und interessant, was du halt alles auch lernen kannst, was es da für Sachen noch zu entdecken gibt. Und wie du schon sagst, muss manchmal nur ein Satz sein und der verändert dann schon wieder so, 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 so viel. Absolut. Das ist so krass einfach auch, ja. Und mit Meditation war dann auch so mein großer Schritt, sag ich mal, als ich das begonnen habe. Also das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe ganz viele Mamas, die sagen, die sind so aufgewühlt und gestresst. Ja. Sie könnten gar nicht zur Ruhe kommen, um Meditation zu machen. Und dann sage ich immer, aber die Meditation bringt dich herunter. Aber ich habe das manchmal an mir selber auch gemerkt, wenn du so irgendwie unruhig bist und denkst, nee, jetzt kann ich keine Meditation machen. Aber genau in dem Moment wäre die Meditation ja genau das Richtige. Immer, genau, ja. Immer dann, wenn du denkst, nee, geht jetzt gerade nicht. Genau. Du hast immer, außer vielleicht wirklich bei Müttern, da möchte ich niemandem zu nahe treten. Die Erfahrung habe ich auch noch nicht. Das ist immer 5 Minuten. Und es gibt 5 Minuten, die ich mir auch mal rausnehme und einfach mal zur Ruhe komme. Entweder einer geführten Meditation, wenn irgendwie ich gerade ein Thema habe, dann mache ich eine geführte Meditation oder einfach mal nur da sitzen. Und es ist auch in Ordnung, wenn du voller Gedanken bist. Aber lass sie einfach vorbeiziehen, gib ihnen keinen Wert. Und danach, es geht dir definitiv besser. Ja, und wenn du das übst, dann kommst du immer schneller rein. Genau. Also ich kann auch sagen, dass schon eine Minute unglaublich viel bringt. Und ich habe früher auch immer gedacht, du kannst nicht meditieren, weil du nicht an nichts denken kannst.
Und ich musste erst lernen, dass du natürlich an irgendwas denken kannst, aber dass du es halt gehen lassen musst. Ne? Also ich stelle mir Wolken vor, die dann halt weiterziehen. Also du darfst dann nicht an dem Thema hängen bleiben und weiter darüber nachdenken, sondern es einfach gehen lassen. Und umso mehr man übt, umso einfacher wird es dann einfach auch. Ja. Und ich finde auch gerade für den Anfang geführte Meditation richtig gut, weil dann hast du eine Stimme, auf die du dich konzentrieren kannst, die sagt dir, was du machen sollst in dem Sinne. Also das ist schon richtig, richtig gut, genau. Ja, so habe ich auch angefangen mit geführten Meditationen, genau. Weil am Anfang habe ich das nicht anders geschafft. Und der Druck ist natürlich immer groß, man möchte es ja von Anfang an perfekt machen. Ja. Was bitte ist perfekt? Und einfach nur anfangen und schauen, was passiert. Genau. Und Meditation bedeutet halt auch nicht, dass ich irgendwo eine Stunde auf dem Boden sitze, Stille um mich rum und ich bin dann. Also das kann ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich kann mich auch noch nicht eine Stunde hinsetzen, ohne Musik, ohne geführte Meditation, ohne alles. Also das kann ich auch noch nicht. Und das ist auch nicht so mein Anspruch im Moment. Und jeder hat so ein anderes Lebenskonzept, in dem er gerade ist. Mhm. Schau, was da in dem Moment für dich am besten passt. Genau. Aber eben, es gibt halt immer diesen... Was sollten wir alles tun? Ja, ja. Wie könnten wir noch perfekter sein? Wie könnten wir noch mehr erreichen? Nein. Du bist gerade da, wo du bist, ist alles gut und da musst du auch sein und schau, was da reinpasst, damit du dir was Gutes tust. Das ist ja ein Geschenk. Richtig. Oh, so schön gesagt. So schön gerade. du arbeitest als Life-Coach. Ja. Ja. Und ich habe so gemerkt, in Deutschland ist dieser Coach... Damit können viele noch gar nichts anfangen. Also in Amerika ist das völlig normal. Ich glaube, da hat fast jeder einen Coach. Und hier in Deutschland ist noch ganz viel. Ich habe mich letztens mit dem unterhalten, die sagte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert und was da gemacht wird. Magst du mal erzählen, was deine Arbeit als Life-Coach bedeutet und was dein Angebot ist? Gerne. Also es ist definitiv so, dass das ja erst so im Kommen ist jetzt im deutschsprachigen Raum und ich finde es so unfassbar wichtig und ich finde es schön, wie viele jetzt auf einmal auch den Beruf für sich erkennen und da ihre Ausbildung machen. Was ich merke, ist, dass jeder Life-Coaching für sich auch anders definiert, also jeder Coach definiert es nochmal anders und da gibt es ganz viel. Ich kann dir sagen, was ein Life-Coach einfach nicht ist. Ja. Es ist kein Psychologe und kein Psychiater, definitiv nicht. Und da sehe ich auch wirklich die große Aufgabe von einem Life-Coach, das zu erkennen und zu sagen, du hör mal zu, vielleicht bin ich jetzt gerade in dem Moment in deiner Lebensphase nicht richtig, weil für mich, ich erkläre das jeder Klientin, jedem Klienten am Anfang, wir schauen in die Zukunft. Klar kommen Themen aus der Vergangenheit. Das ist auch, wenn ich mit meinen Coaches zusammenarbeite, ist das ein Thema, dass man irgendwie alte Glaubensansätze oder irgendwas aus der Kindheit mal so ein bisschen verarbeitet, aber darauf liegt nicht der Fokus. In meiner Arbeit liegt der Fokus darauf, nach vorne zu schauen. Welches Ziel willst du erreichen? Möchtest du ein Buch schreiben? Möchtest du eine Familie gründen? Möchtest du dein eigenes Business machen? Möchtest du eine ordentliche Morgenroutine? Möchtest du weniger gestresst sein? Ja. Und es sind immer, und ich hatte vor 2 Wochen hatte ich wieder eine Klientin, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, und die hatte so dieses große Thema, sie möchte endlich entspannter sein und weniger gestresst, weil sich das durch ihre Arbeit auf alles, auf ihre Beziehung, auf ihr Privatleben, auf alles ausdehnt, natürlich. Und sie hat immer gesagt, das ist so das Ziel. Und ich schaue mir dann an mit der Klientin zusammen, weil klar habe ich Ideen. Aber das muss ja umsetzbar sein für dein Leben und auf deine Bedürfnisse ausgelegt sein. Und dann haben wir zusammen nach kleinen, also wir haben Ziele definiert und dann so kleine Schritte. So jeden Tag etwas mehr und dann über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen implementieren die das und schauen, was funktioniert und schauen aber ganz genau, was nicht funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, ist es völlig in Ordnung. Dann schaut man sich es nochmal anders an. Und das ist so eigentlich wirklich so die Hauptaufgabe. Und ich sage immer, ich bin wie so ein, in diesem Prozess bin ich auch einfach so der Cheerleader. Ich stehe da mit meinen Pompons und feuer sie einfach an, sodass sie Lust haben, auf Veränderung, weil ich weiß, wie schwer Veränderung sein kann. Aber ich weiß aber genauso, wie schön das ist am Ende, wenn du merkst so, oh mein Gott, das habe ich aus eigener Kraft. Das macht nicht dein Coach für dich. Das machst einzig und allein du, weil du den Willen hast und du setzt es um. Deswegen, ein Coach ist einfach, ich nehme die Leute an die Hand
und dann laufen wir zusammen nach vorne. Genau, genau. Du hast nicht so eine fertige Lösung, die du jemandem aufstülpst oder so, ne? Es gibt auch nicht den fertigen Menschen. Genau. Jeder Mensch ist so anders und ich habe so unterschiedliche Klienten. Das ist vom Alter, vom Background, wo die herkommen, da wirklich, da platzt mein Herz vor Glück, wie unterschiedlich die sind und wie die zu mir finden und wie, was wir dann ermöglichen in der Zeit. Also es bringt einem selber auch ganz, ganz viel, ne? Also auch für den Coach ist das immer wieder toll zu hören. Oh mein Gott, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe wirklich die Arbeiten, die ich mache, auch früher, wo ich herkomme. Ich komme ja aus der Wirtschaft und es hat auch alles Spaß gemacht, bis zu einem gewissen Grad. Aber das war nicht ich. Und jetzt irgendwas gefunden zu haben, wo ich denke, oh, so Menschen wollen mit dir zusammenarbeiten und du kannst so viel mehr geben, als ich es je in einem anderen Job habe geben können. Das ist schon, es ist echt ein Geschenk. Ja. Ja. Schön, super, super schön. Also fassen wir nochmal zusammen, dass Spiritualität für uns nichts mit Esoterik zu tun hat. Und wenn man damit starten möchte, für uns beide, oder? Aber ich habe mir gestern auch, muss ich auch sagen, ich ziehe so gerne mal eine Karte. Ich habe ein Kartendeck mit den Göttinnen von Doreen Virtue. Und das Lustige ist, wirklich am Anfang, und das muss ich auch sagen, also wenn die Leute mich auch nicht privat kennen, wer ich bin, wie ich, was ich gerne trage, dass ich mir die Haare färbe und so. Ja. Ich habe auch in dieser Phase, in den letzten 4 Jahren, mich auch auf dieser Reise mal verloren und dachte, ich müsste irgendwie aussehen. Ich müsste mit Kristallenbehandlung rumrennen. Und das meine ich ganz ernst, wallende Kleider und vielleicht die Haare weniger färben. Und das war zu keiner Sekunde ich. Und ich habe auch wirklich nochmal in diesem Jahr durch Ausbildungen und Trainings nochmal wirklich erkannt, stopp, wer bist du? Du trägst gerne Schmuck, färbst dir gerne die Haare, ziehst mal gerne hohe Schuhe an. Genauso renne ich aber auch in Birkenstock rum. Ja. Ich bin, wie ich bin und ich mache die Arbeit. Also am Ende zählt das Wort und nicht, wie ich ausschaue. Und das gilt auch für alle anderen. Und eben, dann trage ich Schmuck, aber ich ziehe genauso eine Göttinnenkarte, weil es schön ist, weil es mir Spaß macht. Ich mache das auch für Klienten, weil die danach fragen. Es gibt auch schöne Sachen. Ich mag auch immer die Vergleiche mit Tieren. Also, dass ja Tiere für bestimmte Eigenschaften auch stehen. Ich glaube, für manche ist das auch wichtig, dass sie sich mit sowas identifizieren können. Aber das ist halt immer personenabhängig. Genau. Da muss halt einfach jeder gucken, was für ihn das Richtige ist. Was spricht dich an? Auf was hast du Lust? Und es entwickelt sich auch über die Jahre. Also ich hätte mir vor 4 Jahren auch nicht vorgestellt, dass ich mal draußen auf der Erde meditiere, dass ich mich mit der Erde verbinde, um die Erde, also Mutter Erde wieder zu... Ja, und das mache ich genauso. Ja. Genau, das mache ich auch. Am liebsten barfuß, im Garten, auf die Wiese und halt nur so ein paar Minuten. Ja. Das hat, wenn du das jemandem erzählst, ja, ich erde mich zum Beispiel, hat das gleich wieder so, was machst du? Aber es ist wirklich, es funktioniert. Und das kann man aber nur verstehen, wenn man es auch einfach mal ausprobiert. Wenn man offen dafür ist, wenn man es einfach mal macht. Ja, eben, mach's einfach und wirklich am Ende, es ist wirklich egal, was der Rest draußen denkt, auch wenn es super schwer ist, ich weiß, wie das ist. Aber wenn du für dich deinen Weg gefunden hast, dann geh den. Und vor allem bin ich der Meinung, du hast dann so eine Energie in dir, dass du andere Leute auch mitreißt, die dann sagen, weißt du was, ich probiere es doch mal und die finden da Antworten für sich. Ja, genau. Und die gehen dann vielleicht wieder einen ganz anderen Weg als du. Völlig. Ihr fangt vielleicht beide bei der Meditation an oder lest das gleiche Buch und das entwickelt sich aber für jeden komplett anders. Ja, ich sage immer, wir sind echt auf so einem Weg und jeder steht an einer anderen Bushaltestelle. Ja. Deswegen sollst du auch echt nicht verurteilen, wer wo steht. Mhm. Einfach so, hey, lass uns alle gemeinsam laufen und jeder ist an einer anderen Haltestelle und es ist völlig in Ordnung. Ja, schön. Ja. Gibt es so ein Buch oder auch zwei, die du empfehlen kannst? Es gibt super viele, ich weiß, es ist echt schwer, ne? Wenn du sagst, das ist mir im Kopf hängen geblieben oder so für den Einstieg. Oh, für den Einstieg, ja gut, ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich der Kurs in Wundern, aber der ist nicht für den Einstieg. Nee, gar nicht. Also den finde ich für mich auch noch ein bisschen, ich glaube, da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit, um den zu lesen. Ja, also ich habe den gleich am Anfang mir besorgt und völlig gescheitert und große Vorwürfe, ich schaffe das nicht, ich bin nicht spirituell genug. Ach, herrlich. Und mittlerweile klappt es aber. Gut, also dann definitiv die Rückkehr zur Liebe, Return to Love, von Marianne Williamson.
definitiv kann ich das empfehlen. Das ist wirklich einer der schönsten Bücher, wo ich auch immer wieder drauf zurückgreife. Ja. Oh mein Gott. Was gäbe es denn noch? Es liegen auch so viele Bücher noch da, die ich zu lesen habe. Geht mir auch so. Auf jeden Fall auch die Bücher von Gabrielle Bernstein. Und da vielleicht einfach schauen, welches spricht dich gerade an. Mhm. Ich habe damals... Bitte? Vom Thema her einfach, ne? Einfach vom Thema her da reinzukommen und zu sehen, was kann so ein spiritueller Lifestyle für dich bedeuten? Weil er ja für jeden was anderes bedeutet. Und dann... muss echt mal nach hinten schauen. Was ich mir heute bestellt habe, ist Miracle Morning. Habe ich auch da hinten, ja, genau. Genau. Weil ich wollte sagen, es ist verschieden. Für jedes Thema gibt es halt grandiose Bücher. Genau, genau. Weil ich halt auch noch so, ich habe noch nicht die Morgenroutine für mich. Und das wurde mir empfohlen, dass es da ganz viele tolle Ideen gibt. Ja. Deswegen habe ich mir heute Miracle Morning bestellt, genau. Ah, sehr gut. Ja. Ich muss gerade sagen, also ich bin jetzt gerade in den Büchern von Brené Brown und Elizabeth Gilbert gerade wieder drin, weil die sehen wir in 2-3 Wochen, sehen wir die live. Und dann habe ich irgendwie, wir hatten schon Bücher von ihnen und jetzt habe ich aber nochmal so die restlichen, die ich nicht habe, geholt. Und die sind halt auch, das ist einfach nur fantastisch. Ja. Das ist einfach großes Kino, das, darauf darfst du einfach nicht verzichten. Schön. Ja, also wir können ja in der Infobox nochmal ein paar Bücher, die wir so empfehlen können, gerade so am Anfang, auf jeden Fall nochmal verlinken. Ja. Und wenn man auf deine Homepage geht, die ich auch verlinke, kann man eine wunderschöne Meditation von dir bekommen. Ja, nicht nur eine. Aber vor allem, ja, die verteile dein Licht. Oh ja. Ja, und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Oh, wenn ihr einfach mal so loslegen wollt, dann holt euch doch von Miriam die verteile dein Licht Meditation. Die ist echt sehr, sehr schön. Ja, danke dir. Ich danke dir. Es war ein wunderschönes Interview. Unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die Vorurteile von Spiritualität, Esoterik ausräumen. Und ja, wie gesagt, also wir verlinken alles von dir unten in der Infobox. Können die Leute sich gerne noch mehr Input von dir holen. Da hast du ja genug. Auch dein YouTube-Kanal. Ich habe ja genug, genau. Toll, genau. Und schreibt uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt auch gerne so noch so ein Vorurteil, was ihr vielleicht habt. Und dann schauen wir, ob wir das vielleicht noch absolut können. Ne? Absolut, genau. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gefallen, uns zuzuschauen. Und schaut gerne bei Miriam vorbei. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.